Willkommen zu diesem neuen, frischen Video hier auf diesem wunderschönen Kanal. Ich werde Ihnen zu abonnieren, like dieses Video und folge mir gerne auf Instagram, würde mich sehr freuen. So, heute schauen wir uns drei nice Shorts an, die ich mir geholt habe, weil ich im August in den Urlaub fliege und nicht da sein werde. Aber die Videos werden kommen, weil ich tue die Videos vorproduzieren. Also im August habt ihr auch Videos. Also nicht vergessen, es lohnt sich zu abonnieren. So, fangen wir gleich mit der ersten Short an. Wie gesagt, wir haben drei Shorts für euch. Nicht für euch, sondern ich habe mir drei Shorts für mich geholt. So, Freunde, wir haben drei Shorts. Die Marke kennt bestimmt jeder. Eine Oldschool-Marke, die von Fila hier. Eine sehr, sehr nice Farbe ist es. Innen drinnen wirklich sehr, sehr schön. Hier seht ihr es schön angeraut. Wirklich sehr, sehr nice. Die ist sehr, sehr dünn. Leider nicht zu 100% aus Baumwolle. Einen Moment, wir schauen uns das Ganze hier an. Es ist 80% zu Baumwolle und nee, nicht 80, 70%. 70% Baumwolle und 30% Polyesteranteil. Hat diese nice Short, Freunde. Wir haben vorne zwei Taschen hier. Hier haben wir, wie ihr sehen könnt, hier haben wir einen Streifen, wo Fila drauf steht. Ansonsten haben wir hier einen Gummizug, der innen ist. Hier seht ihr das. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass der drin ist. Von außen sieht man, ja, von außen sieht man, dass jemand Unterschied drüber ziehst. Ja, so, das wäre hier das erste nice für den Urlaub ausreichende Short, Freunde. Diese Short reicht komplett für den Urlaub aus. Sie ist nicht und diese Short hier reicht komplett für den Urlaub, Freunde. Sie ist nicht krass qualitativ, Fila halt oldschool. Machen wir weiter mit der nächsten Oversize Short und zwar die ist von der Marke Champion. Eine in Schwarz, die ist auch wirklich sehr schön. Ich habe schon angezogen gehabt. Hier haben wir 53% Baumwolle und 47% Polyester. Ihr wisst, ich bin kein Polyester-Fan bei Klamotten. Ich mag das überhaupt nicht, aber ja, die waren billig, die waren alle auf 19 Euro reduziert, bis auf eine, also die auf 19 Euro, die ist von Champion und die von Fila war auf 19 Euro reduziert, alles von TK Maxx. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber wenn ich sie finde, tue ich sie unten in die Videobeschreibung für euch packen, dann könnt ihr die euch auch gönnen. Das sind eigentlich sehr, sehr nice Shorts. Die Größe ist von den drei Shorts L. Ich habe sie mir in der L geholt, weil ich sie Oversize haben wollte. Ich habe sie mir jetzt nicht in der M geholt, sondern in der L. Wie gesagt, Oversize Fit muss her. So schaut das Ganze aus, Freunde, von der Marke Champion. Innen ist es weich. Also innen haben wir hier so einen weichen Stoff, was vielleicht jetzt im Sommer nicht so angenehm sein kann. Aber es ist eine kurze Hose, die ist luftig, locker. Sollte eigentlich nichts schief gehen, denke ich. Eine wirklich sehr, sehr nice Short. Die Fits werde ich euch natürlich auch zeigen. Hier ist der Fit von diesem hier und von dem Fila Short kommt auch der Fit. Das ist der Fit von dieser wirklich nice Short, Freunde. Eine schöne Short von Champion, ganz, ganz klassisch. Kommen wir zu der dritten und zu der letzten Short. Die ist von Karl Lagerfeld. Da habe ich wirklich einen guten Schnapper gemacht. Diese Shorts von denen sind sehr, sehr gut. Also es ist jetzt wirklich qualitativ. Hier ist auch wirklich Quali dran. Hier innen haben wir so einen angerauten Stoff. Den finde ich sehr, sehr nice. Es ist sehr, sehr dünn. Aber im Sommer macht das nichts, dass es dünn ist. Es ist eine nice Short von Karl Lagerfeld. Hier hast du das Logo hinten drauf, Karl Lagerfeld. Und ja, es ist leider nicht zu 100% Baumwolle, glaube ich. Ich muss nochmal hier nachschauen, ob ich hier wirklich 100% Baumwolle haben. Made in der Türkei. Okay, das wusste ich nicht, dass sie die Sachen in der Türkei machen. Nicht schlecht, finde ich sehr gut. Hier steht es ganz klein geschrieben, hier 100% Baumwolle. Sehr, sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Also die Kosten normal 100 Euro. Diese Shorts von Karl Lagerfeld, wie gesagt, 100 Euro. Aber die ist runtergesetzt worden. Die Shorts kosten 100 Euro Originalpreis.
Ich habe die im Sale für 29 geholt, wirklich sehr, sehr nice. Auch eine schöne Farbe, finde ich. Ist nicht jeden seine Geschmacksrichtung, diese Farbe. Oder die, jeder mag diese Farbe hier nicht, aber ich finde das mal eine andere Farbe. Wir sind auch im Sommer darf man solche Farben tragen. Ja, was soll man noch dazu sagen? Eigentlich nichts mehr. So, Freunde, das war's mit diesem kleinen Short-Video. Wir haben uns drei vom Sale geholt von TK Maxx. Und ja, für den Urlaub reichen die total aus. Wie gesagt, das Karl Lagerfeld ist wirklich sehr, sehr nice. Ich habe davon eins in Olivgrün und eins in Blau. Leider eine Size klein geholt oder zwei Size kleiner sind die sogar. Die sind viel, viel besser. Also die Size L sind für mich viel, viel besser als die Size S oder Size M. Müsste sogar Size S sein. Müsste ich nochmal nachschauen. Ja, Freunde, danke fürs Zusehen. Ich würde sagen, pass auf euch auf. Wir sehen uns zu einem weiteren Video. Haut rein, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Folgt mir auf Instagram und schreibt doch gerne unten in die Kommentare rein, welche drei dieser Shorts für euch am sinnvollsten sind oder euch gefallen vom Fitting her und von dem Design her. Würde mich wirklich sehr interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Ja, haut rein. Passt auf euch auf. Wir sehen uns zu einem neuen Video. Ciao. Weil ich im August, nicht am August, 80% zu Baumwolle und nee, nicht 80, 70% für euch, nicht für euch, sondern ich habe mir drei Schuhe für mich geholt. Wir haben hier vorne, zwei Taschen komplett für den Urlaub aus Disney und diese Short reicht, die was heißt da, weil eine schöne Short von Champions League. Short, Freunde, das ist eine nice, es ist eine nice, wie Short. gesagt, 100 Euro. Aber die ist runtergesetzt worden auf 59, nee, nicht 59, 39, genau, 39, nee, nicht 39, als die Size S oder Size M.